Musizieren bis zum Umfallen in Hollywood. Das Orchester hat nur noch wenige Tage für den Soundtrack des Piratenfilms Fluch der Karibik 2. Einiges hat Hans Zimmer erst in der Nacht zuvor geschrieben. Als einer der gefragtesten Komponisten hat er nie Zeit, immer zu tun. Bei ihm scheinen sich die Projekte zu überlappen. Seit 10 Jahren sagen Leute, ich arbeite parallel an verschiedenen Filmen. Nein, ich weiß, dass da dieser andere Film kommt. Ich hab Da Vinci Code vor 4 Wochen, Mittwoch, 4:30 Uhr am Morgen fertig gemacht. Aber ich habe hier um 10 Uhr morgens am Donnerstag gesessen und die erste Szene für Pirates geschrieben. Aber es war nicht parallel. Für Ruhm oder Geld müsste er längst nicht mehr arbeiten. Aber Hans Zimmer ist ein Besessener. Oft schuftet er 18 Stunden und mehr. In seinem Studio in Los Angeles, wo die Wände längst nicht mehr ausreichen, um alle seine Filmplakate aufzuhängen. Seinen Namen kennt vielleicht nicht jeder, aber seine Melodien? Mein Vater ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war, und ich habe mich irgendwie in die Musik geflüchtet. Und die Musik war mein bester Freund. Das war für mich immer mein Schutz irgendwie vom Leben, von der Realität, auch als Kind schon. Und ich weiß auch von meiner Frau, wenn immer wir ein Argument haben, fange ich irgendwie an so. Ich verziehe mich in die Musik. Die Musik war immer gut für mich. Hier komponiert er. Vor kurzem hat er sein Hightech-Studio in diesen Raum umgebaut. Macht, dass es so aussieht wie ein Wiener Bordell vor 100 Jahren. So ungefähr lautete sein Auftrag an den Designer. Hier sitze ich da, ganzen Tag lang. Und manchmal kommt eine Idee und manchmal kommt eine gute Idee und die meiste Zeit kommen keine Ideen. Manchmal dauert das 6 Wochen, bis ich da so eine kleine Melodie irgendwie habe, die was bedeutet. Gerade ist aus dem Filmstudio eine frisch geschnittene Szene gekommen. Hans Zimmer legt sofort los. Und der Computer merkt sich, was dem Meister so einfällt. Und dann kommt das Orchester. Für Hans Zimmer ist das der schönste Moment. Auf einmal hat man 100 Leute, die alle emotionell in dieselbe Richtung gehen. Und dann kommt irgendwas, dann ist irgendwas in der Luft. Das gibt es sonst überhaupt nicht im Leben, außer vielleicht beim Fußball. Vom ironischen Piratenfilm über Da Vinci Code bis zu Horror und Zeichentrick. Hans Zimmer hat sich nie festgelegt. Und mitverantwortlich dafür ist eine ganze Horde junger Komponisten, die ihm unter die Arme greift und damit offenbar auch den Chef ziemlich jung hält. Es gibt ja diese Geschichte, das Kind sagt zur Mutter, wenn ich ein Erwachsener werde, dann möchte ich Musiker werden. Sie sagt, du kannst nicht beides werden. So ist es ja ungefähr hier. Also ich beklage mich nicht.